erstmal ein herzliches Servus zu einer Spezialausgabe der Sendung Powerplay, dem Salzburger Hockey-Magazin hier bei uns auf FS1. Wie ihr wisst, zeigen wir in den Spezialausgaben immer besonders interessante Spiele aus unserem Sendegebiet in voller Länge. Und so ist es auch dieses Mal, denn heute sehen wir auf jeden Fall das Derby in der U16-Bundesliga zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Zeller Eisbären. Eigentlich eine klare Sache, wie wir gleich im ersten Drittel sehen werden. Im Derby zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Zeller Eisbären zunächst die in dunkel spielenden Gäste am Bug. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit, Schuss, aber gut aufgepasst vom Salzburger Goalie, der den Puck herrlich in der Fanghand halten konnte. Jetzt wieder ein neuer Versuch, Kontermöglichkeit, Schuss, auch dieses Mal konnte sich der Zeller Goalie zunächst auszeichnen, es steht vorerst 0:0, doch das sollte sich noch im Laufe dieses Spieles ändern. Jedenfalls sind zunächst einmal ein Foul von den Gästen, die jetzt an der Scheibe sind. Gut gemacht. Herrlich herausgespielt. Die Salzburger Jungbullen können den Puck in ihren eigenen Reihen behalten. Jetzt wieder eine erneute Kontermöglichkeit. Pass. Und auch dieses Mal gut aufgepasst vom Zeller Goalie. Es bleibt vorerst beim 0:0. Das gibt Bulli. Jetzt wieder die Salzburger in der Angriffszone. Wie man beim Eishockey das Drittel vorm gegnerischen Tor nennt. Wieder über das Mittelfeld, herrliche Aktion. Pass. Wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Rückpass. Wohin damit, scheinen sich da die Salzburger zu fragen. Jetzt wieder eine gute Aktion. Pass. Neuer Versuch, Kontermöglichkeit, wird hier nicht attackiert, aber dieses Mal gelingt es den Salzburgern zunächst nicht, den Puck im Tor unterzubringen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Salzburger wieder im Angriff. Auch sind einige Zuschauer zu diesem interessanten Derby gekommen. Und es lag somit an den Eisbullen, mit Toren zu verwöhnen. Und das Anforderung wurden die Eisbullen auch, wie man mit Fug und Recht sagen kann, absolut gerecht. Tor 1:0, herrlich herausgespielt. Und keine Chance für die Gästegoalie, der Jubel natürlich hier entsprechend groß. Nach jedem Tor gibt es Anstoßbulle, wie wir hier auf diesen Bildern sehr deutlich sehen werden. Und dieses Mal ganz klar für die Gäste. Der Puck wurde eingeworfen. Die Salzburger können sich gleich die Scheibe zurückerobern. Pass. Jetzt wieder eine herrliche Aktion über das ganze Feld. Schön gemacht. Nicht ganz ungefährlich. Schuss. Zunächst abgewehrt. 1:0, der erfreuliche Zwischenstand aus Sicht der Salzburger Eisbullen. Jetzt wieder. Sehr gute Möglichkeit. Der Salzburger, aber da hatte der Zeller Goalie sehr, sehr gut aufgepasst. Jetzt Nachschuss. Und wieder abgewehrt. Schöne Aktion und es entwickelte sich ein ziemlich flottes Spiel.
was man ja als Eishockey-Fan natürlich sich nur wünschen kann. Jetzt wieder die Salzburger an der Scheibe. Schöne Kontermöglichkeit, herrlich gemacht, fährt aufs Tor, sollte abziehen, Schuss, abgewehrt. Herrlich gemacht vom Goalie der Gäste, der sich da noch auszeichnen konnte. Nachschuss, wieder die Zeller Eisbären am Puck. Pass. Keine Anspielstation. Nachschuss. Die Salzburger bleiben am Puck. Schuss! Abgewehrt. Gut gemacht vom Zähler Gole. Und die Salzburger bringen den Puck einfach nicht im Tor der Gäste unter. Eine durchaus interessante Anfangsphase. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Das ist ein weiter Abschlag aufs eigene Verteidigungszone. Aber kein Problem für den Goalie der Gastgeber. Weiter Abschlag. Neuerliche Kontermöglichkeit. Herrlich gemacht. Eine sehr sehenswerte Partie. Die halt, wie gesagt, auf einer schiefen Ebene in Richtung Zeller Tor ging. Aber einem Salzburger Bullenfan konnte es ja recht sein und es gibt Bulli in der neutralen Zone. Auch heuer wird es natürlich wieder bei der Kampfmannschaft in der Alps Hockey League das Spiel Salzburg gegen Zell am See geben. Denn die Salzburger sind ja mit einer Zweiermannschaft in dieser zweithöchsten österreichischen Spielklasse vertreten. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass, Schuss, Nachschuss und nach wie vor geht der Puck nicht ins Tor. Zum damit der Kampfmannschaften bzw. der zweiten Mannschaft des EC Red Bull Salzburg werde ich noch später im Laufe dieser Sendung etwas näher erläutern. Doch zurück zu diesem Spiel. Pass, wieder ein herrlicher Konter. Wird hier nicht attackiert. Die Salzburger bleiben am Puck. Schuss! Schuss und Tor! 2:0. Herrlich herausgespielt. Der Goalie wurde ausgespielt und in so einer Situation hat man als Goalie nicht den Funken einer Chance. Auch hier natürlich der Jubel entsprechend groß. 2:0 der Sicht der Salzburger Eisbullen. Erfreuliche Zwischenstand. Jetzt wieder ein neuer Angriff. Schöne Aktion. Hinter dem Tor der Gäste. Pass. Die Zähler Eisbären kommen. Man muss es hier auf dem Weg leider so sagen, den Puck einfach hinten und vorne nicht nach. Denn die Salzburger verteidigen sehr, sehr clever. Wieder eine schöne Aktion. Herrlich gemacht. Die Salzburger bleiben am Puck und es geht munter hin und her. Jetzt wieder ein schöner Konter. Gut aufgepasst. 2:0 der aktuelle Spielstand. Jetzt wieder. Schöne, gute Aktion. Rückpass. Super gemacht. Pass. Sollte abziehen. Und auch dieses Mal passte der Goalie der Gäste sehr, sehr gut auf. War vielleicht nicht so einfach, wie es hier auf diesen Bildern aussah.
Es dürfte an dieser Stelle natürlich ein kurzes Timeout geben. 3:0, der erfreuliche Zwischenstand. Es ist nämlich ein Tor für die Salzburger gefallen. Jetzt wieder ein Rückpass. Herrliche Aktion. Pass. Schuss abgewehrt. Der Goalie der Gäste stemmte sich zunächst noch ziemlich gegen die Niederlage. Nachschuss. Die Zähler bleiben an der Scheibe. Schuss. Nachschuss. Immer noch die Zähler an der Scheibe. Salzburg an der Scheibe. Sollte abziehen. Abgewehrt. Der Puck ging irgendwie nicht ins Tor. Gute Aktion. Pass. Und kein Tor entscheidet der Schiedsrichter. Der Puck war hinter dem Tor zu sehen. Auch durchaus, wie gesagt, eine häufige Szene. Mein Eindruck war, dass das Spiel, wie gesagt, auf einer ziemlich schiefen Ebene in Richtung Torerzähler lief. Schuss! Und auch dieses Mal gab es keinen weiteren Treffer. Ist Gebulle. Und beide Mannschaften wechselten ihre Spieler. Beim Eishockey darf unbegrenzt ein Spielerwechsel stattfinden und es gibt auf der von meiner Kamera ausgesehen rechten Seite einen Bulli. Es gibt gerade ein Timeout von Zell am See und dieses Timeout gibt mir Gelegenheit zu sagen, dass der Stabe in der Alps Hockey League am 22. Oktober um 19.30 Uhr in der Salzburger Eisarena stattfand und bei der Zweiermannschaft ist ja unter anderem auch Axel Feichter im Einsatz, der ja letzte Saison noch mit einer Ausbildungslizenz bei den Zeller Eisbären im Tor stand. Wie gesagt, also 22. Oktober 19.30 Uhr in der Salzburger Eisarena, Derbytime zwischen den Zeller Eisbären und der zweiten Mannschaft des EC Red Bull Salzburg wird sicher eine interessante Begegnung. Doch zurück zu diesem Spiel. Wir sehen beide Ersatzbänke. Links sehen wir die Ersatzbank der Gäste aus dem Finska und rechts eine Ersatzbank. Gut aufgepasst nach dem Bulli. Im Spielstand von 3:0 für die Gastgeber. Und es sollte auch so weitergehen. Der Puck wurde eingeworfen. Schöne Aktion. Immer noch die Salzburger an der Scheibe. Nachschuss. Gut aufgepasst. Von der Zähler Abwehr. Nachschuss. Und abgewehrt. Der Puck bleibt auf jeden Fall noch im Spiel. Jetzt wieder eine herrliche Aktion. Der Puck geht irgendwie am Tor, da geht die vorbei. Pass. Schöner Schuss. Abgewehrt. Das dürfte noch ein paar weitere Tore geben, wie es hier auf jeden Fall den Einschein hatte. Und zunächst einmal ein Safe. Der Zähler und ist bislang ja noch eigentlich sehr, sehr gut in Form. Natürlich ist es für einen Goalie nicht gerade lustig, wenn seine Vorderleute den Puck einfach nicht und nicht vors Tor kommen, geschweige denn den Puck im Tor unterbringen und natürlich, wie gesagt, auch nicht gerade angenehm. Aber das ist das Los eines Goalies. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Der Salzburger, der es über die rechte Seite versuchen. Nachschuss! Abgewehrt! Neuerlicher Versuch. Pass.
sollte abziehen, immer noch die Salzburger am Puck. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Spielaufbau. Die Gastgeber wieder an der Scheibe. Schön gemacht, herrlich herausgespielt. Wollte man abziehen. Die Salzburger bleiben an der Scheibe. Rückpass, Schuss und Tor! 4:0, herrlich herausgespielt. Und ein Salzburger war zur Stelle und konnte sich somit einen weiteren Treffer erzielen. Herrlich gemacht und keine wirkliche Abwehrchance für den Goalie der Gäste. Ja, im Hintergrund sehen wir den sehr erfreulichen Zwischenstand. Der Jubel natürlich auch auf Seiten der Salzburger groß. Und wir sehen hier, das Spiel ist natürlich unterbrochen und geht jetzt weiter. Wieder die Zeller am Puck. Verlieren ihn an die Salzburger, der einen Goalie hier in dieser Phase nicht eingreifen brauchte. Kontermöglichkeit. Das ist eine gute Partie. Ich finde. Pass. Schöne Kontermöglichkeit, wird hier nicht attackiert. Kann passen. Nachschuss. Der Puck geht allerdings vorerst nicht ins Tor der Gäste hinein. Pass. Rückpass. Sollte abziehen. Und kein Tor. Pass. 7 Minuten 40 in diesem ersten Drittel noch zu spielen, wie wir im Hintergrund auf der Anzeigetafel sehen. Rückpass. Und Tor, weiterer Treffer, 5:0. Der Jubel entsprechend groß. Herrlich gemacht von den Salzburgern. War schwierig zu erkennen, inwieweit da der Goalie der Gäste daran beteiligt war. Schwierig zu erkennen und auf Salzburger Sicht erfreulicher Zwischenstand lautete 5:0 in diesem interessanten Derby. Puck wurde eingeworfen. Pass. Rückpass. Jetzt wieder eine gute Aktion der Salzburger. Pass. Schuss. Abgewehrt. Immer noch die Salzburger dran. Pass, sollte abziehen, bleibt allerdings noch an der Scheibe. Nachschuss. Wieder einer der wenigen Kontermöglichkeiten der Gäste, aber auch kein Problem für den Salzburger Goalie, da den Schuss abzuwehren und einen Gegentreffer zu verhindern. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Sehr weit fortgelegt, aus meiner Sicht zu weit. Und neuer Versuch. Kein Icing entscheidet der Schiedsrichter. Beim Icing geht der Puck über zwei Linien und dieses Icing hebt sich auf, wenn entweder ein Spieler die Möglichkeit hat, den Puck zu erlaufen, der Goalie den Torraum, das ist der halbkreisförmige Bereich, vor dem Tor verlässt
Oder es gibt kein Icing, wenn die Mannschaft in Unterzahl spielt. Soweit also das Wichtigste zur Icing-Regel. Jetzt wieder die Salzburger im Angriff. Pass. Kontermöglichkeit. Und bei einem Icing, das habe ich euch noch vergessen zu sagen, wird das Spiel mit einem Bulle vor dem gegnerischen Tor fortgesetzt. Jetzt wieder die Salzburger. Schuss! Abgewehrt. Gut aufgepasst von der Zeller Verteidigung. Nachschuss. War der Puck im Tor oder nicht? Nein, vorerst nicht. Schuss. Nachschuss. War auch dieses Mal, können sich die Zeller Eisbären befreien. Wieder ein neuer Versuch. Pass. Schuss. Abgewehrt. Und im Nachhinein schreibt dann die Salzburger vorerst am Goalie. Jetzt wieder. Schuss. Und Tor. Weiterer Treffer. 6:0. Herrlich herausgespielt. Und da jubeln natürlich entsprechend groß hier in der Red Bull Akademie. Auch hier ist natürlich das Spiel fortgesetzt. Pass. Kontermöglichkeit. Schuss. Nachschuss. Gewehrt. Die Salzburger bleiben allerdings vorerst an der Scheibe. Rückpass. Neuerlicher Versuch. Aber auch da bringt es vorerst nichts ein. Es bleibt beim 6:0. Jetzt wieder ein neuer Konter. Gute Aktion. Das Erstgeber wird nicht attackiert. Schuss! Und Tor! Weiterer Treffer. 7:0 für den EC Red Bull Salzburg. Und das war ein Tor, wo man wohl mit Fug und Recht sagen kann, dass es ein sogenanntes Gurkerl war, bei dem der Puck zwischen die Schoner ins Tor geht. Natürlich ein katastrophales Tor für jeden Goalie. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Neuerlicher Versuch. Die Salzburger bleiben an der Scheibe. Rückpass. Neue Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert, sollte abziehen. Und Tor. So entscheidet der Schiedsrichter. Auf jeden Fall 8:0 der Salzburger Sicht. Positive Zwischenstand. Beide Mannschaften fahren zum Wechseln. Und zumindest in dieser Phase war das Spiel, so hatte ich zumindest schon den Eindruck, entschieden. Es gibt jedenfalls noch Bulli auf Anschlussbulli, wie nach jedem Tor üblich ist. Der Puck wird eingeworfen. Wieder sind die Salzburger an der Scheibe. Zeller Eisbären allgemein gesagt sehr, sehr weit vom Gegner weg. Pass. Neuer Rückpass. Herrliche Kontermöglichkeit.
neuerlicher Versuch. Passten sehr, sehr gut auf. Schuss! Und auch dieses Mal konnte der Puck, hole den Puck mit der Fang blockieren und somit das Spiel unterbrechen. In so einer Situation auch absolut das richtigste Beste, was man als Goalie machen kann. Ein Bulle hat nämlich für einen Goalie den Vorteil, dass er mehr Zeit hat, mit der Ausrüstung aufzustehen, was natürlich auch natürlich beim Gewicht keine Kleinigkeit ist. Es gibt wieder den angesprochenen Bulli. Wieder eine Kontermöglichkeit, aber auch da bringt es nichts ein. Und auf jeden Fall, soweit kann man verraten, wird dieses Drittel auch mit diesem 8:0 für die Salzburger enden. Und es bleibt abzuwarten, was denn der Trainer der Gäste wohl machen wird. Aus meiner Sicht wäre es wichtig, den Goalie auch mal zu wechseln und dem Backup, der derzeit noch auf der Ersatzbank die Chance zu geben, auch sein Können unter Beweis zu stellen. Ob das der Fall sein wird, das werden wir natürlich noch im Laufe dieser Sendung sehen. Jetzt zunächst einmal die Salzburger. Rückpass. Herrliche Aktion. Aber auch da bringt es nichts ein. Hier noch eine schöne Kontermöglichkeit, die allerdings nicht genutzt wurde. Pass. Wieder ein neuer Versuch. Aber es bringt nichts ein. Dieses erste Drittel endet klar und auch in dieser Höhe verdient mit 8:0. Hier noch ein Parade. Gute Aktion von den Gastgebern. Letzte Kontermöglichkeit. Es läuft die letzte Spielminute im ersten Drittel. Pass. Wiederum ein neuer Versuch. Die letzte halbe Minute ist angebrochen. Schuss abgewehrt. Pass. Aber es bringt nichts ein. 8:0. Der aus Sicht der Eisbullen erfreuliche Zwischenstand in dieser doch sehr eindeutigen Begegnung. Zu 0, so lautete der klare und auch in dieser Höhe verdiente Zwischenstand nach dem ersten Drittel, in dem die Salzburger sich als ausgesprochen effizient in Sachen Chancenverwertung erwiesen. Es ist allerdings zu sagen, dass bei einem Goalie der Zähler eigentlich fast jeder Schuss ein Treffer war, was wie gesagt darauf zurückzuführen war, dass die Salzburger wussten, dass das Runde ins Eckige gehörte. Und ob es im zweiten Drittel so weitergeht, darüber werden wir im zweiten Drittel in Näheres erfahren. Im zweiten Drittel wurden auf Seiten der Gäste der Torhüter gewechselt. Wie schon aufgrund der Ergebnisse im ersten Drittel, es steht ja 8:0 für die Gastgeber erwartet, wurde auf Seiten der Gäste der Torhüter gewechselt und wie wir sehen, wechselten auch die Seiten.
Dennoch sind zunächst einmal die Gastgeber am Puck. Rückpass. Können sich den Puck zurückerobern. Neuerlicher Versuch. Pass. Schöne Aktion. Aber der Puck geht am Tor vorbei. Keine wirkliche Gefahr für das Tor der Gastgeber. Jetzt wieder ein neuer Pass. Herrlich herausgespielt. Schuss abgewehrt und im Nachschuss konnte sich der Gästegoalie auszeichnen. Jetzt wieder ein Entlastungsangriff. Schuss. Kein Problem für den Salzburger Goalie, der, wie gesagt, bislang ohne Gegentreffer geblieben war. Es geht mit einem Bulli vor dem Tor der Gastgeber weiter. Pass. Wir befinden uns immer noch im zweiten Drittel und der Spielstand aus dem ersten lautete ja 8:0, ein doch sehr klares Ergebnis. Die Zähler Eisbären sind zunächst an der Scheibe. Pass. Gute Aktion. Nachschuss. Abgewehrt. Aber auch da bringt es auf jeden Fall nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Wieder ein Angriff der Zähler Eisbären, der allerdings von den Salzburger Eisbullen sehr gut abgeblockt wurde. Herrliche Aktion, Kontermöglichkeit. Nachschuss und Tor! Weitere Treffer zum 9:0. Herrlich herausgespielt und der Goalie der Gäste musste schon jetzt das erste Mal hinter sich greifen. Da jubeln auch einmal mehr natürlich entsprechend groß. Eine Szene, die wir in diesem Eishockey-Derby sehr oft zu Gesicht bekamen. Doch damit nicht genug. Die Salzburger setzten nach. Pass. Können sich die Scheibe in der Angriffszone behalten. Aber auch dieses Mal geht der Puck vorbei. Pass. Jetzt wieder mal in der eigenen Verteidigungszone. Und in so einer Situation ist es grundsätzlich wichtig, den Puck vom eigenen Tor wegzubringen. Denn wenn kein Puck vom Tor ist, besteht auch nicht die Gefahr, dass man ein Tor kassiert. Eigentlich aus meiner Sicht logisch. Oder es sollte zumindest logisch sein. Jetzt wieder ein neuer Pass. Gute Aktion. Sollte abziehen. Aber auch dieses Mal bleibt der Puck im Spielfeld. Geht also nicht ins Tor, bleiben allerdings dran die Salzburger. Über die rechte Seite. Pass. Gute Aktion. Aber auch da bringt es vorerst nichts ein. Das Spiel, wie gesagt, ab dem zweiten Drittel relativ häufig unterbrochen, was nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Tore. Jetzt wieder Bulli vor dem Tor der Gastgeber. Eine 5 gegen 5 Situation gibt es. Wiederum
eine schöne Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert. Die Salzburger können sich die Scheibe zurückerobern. Gut gemacht. Alles in allem gefallen mir die Salzburger sehr, sehr gut. Machen das sehr geschickt. Wieder mal ein Entlastungsangriff der Zähler Eisbären. Pass. Aber auch da bringt es natürlich nicht wirklich etwas ein. Gute Aktion. Schuss. Nachschuss. Da hätte es fast schämen können. Sogar müssen. Schuss. Abgewehrt. Die Salzburger Eisbullen bleiben am Puck. Sehr gut gemacht. Müsste es eigentlich schäbern. Eine sehr häufige Szene an diesem Eishockeyspiel. Die Salzburger in der Angriffszone und vor dem gegnerischen Tor. Irgendwann wäre es natürlich auch sehr gut, wenn das in Tore umgemünzt würde. 9:0 der aktuelle Spielstand. Pass. Wir finden keinen Anspielpartner. Da müsste man vielleicht abziehen. Schuss! Pass. Sollte hinein. Gehen. Schuss. Und abgewehrt. Ja, da konnte sich natürlich der Ersatzgoalie, der Zähler Eisbären, auszeichnen und es ist auf jeden Fall auf die durchaus gute Leistung zu verdanken, dass es aus Sicht der Zähler Eisbären erst 0:9 steht, weil Chancen hatten die Salzburger ja durchaus genug. Es gibt auf jeden Fall Bulli. Wieder ein Angriff. Pass. Schöne Aktion. Schuss. In Zellern gelingt es nicht, den Salzburgern den Puck abzunehmen. Abgewehrt. Und auch dieses Mal machte der Ersatzgoalie das Beste, was man in so einer Situation machen kann, und blockierte den Puck mit der Fanghand. Sehr gut gemacht, kann man da nur sagen. Jetzt gibt es wieder Bulli. Schuss! Nachschuss! Noch sehr gut aufgepasst. Schuss! Und Tor! Da ist der längst überfällige 10. Treffer für die Salzburger Eisbullen. Der Jubel natürlich entsprechend groß. Denn die Salzburger hatten ja, wie wir gesehen haben, einige Zeit lang auf diesen 10. Treffer gewartet. Ist der Bann jetzt gebrochen? Fragezeichen. Wir schauen natürlich noch einmal auf die Anzeigetafel und sehen 12 Minuten 49 im zweiten Drittel, 10:0, der aus Sicht der Gastgeber erfreuliche Zwischenstand. Und es sollte so weitergehen. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Pass. Muss. Auch da bringt es nicht wirklich etwas ein, aber auf jeden Fall schon eine klare Sache für die Gastgeber.
des EC Red Bull Salzburg. Ja, Versuch. Dann wieder ein Rückpass. Eine sehr schöne Aktion. Kontermöglichkeit, aber sehr gut aufgepasst. Wiederum eine gute Aktion. Pass. Schuss. Wieder eine Kontermöglichkeit der Zähler, die allerdings nicht wirklich etwas einbringt. Neuer Versuch. Schuss. Abgewehrt. Auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Aber wie gesagt, die Salzburger führen ja 10:0, also eigentlich dürfte die Sache schon gegessen sein. Bulle vor dem Tor der Gäste. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss! Nachschuss! Immer noch die Salzburger am Puck. Wird hier nicht attackiert. Nachschuss. Aber da bringt es natürlich nichts ein. Sehr schöne Aktion, wie ich finde. Schuss! Abgewehrt. Ja, bisher macht der Goalie der Gäste seine Sache durchaus ansehnlich. Schuss! Auch da bringt es nichts ein. Rückpass. Zieht ab! Aber der Puck geht nicht ins Tor. Ich glaube, er ist drüber gegangen. Pass. Nachschuss. Und Tor. Weitere Treffer zum 11:0 in dieser Begegnung. Auch da wieder Jubel der Gastgeber, die damit einen weiteren Treffer feiern konnten. Das Spiel wird natürlich fortgesetzt. Seitdem 11:0 für die Salzburger. Pass. Neuerlicher Versuch. Pass. Neuer Versuch. Schuss. Und auch dieses Mal
Salzburg ein Tor erzielt. 12:0, das Dutzend war auf jeden Fall damit voll. Und so viel kann ich verraten, es sollte auch natürlich noch so weitergehen. Und es gab weitere Tore. Ein sehr gutes Eishockeyspiel, zumindest dann, wenn man, wie ich, ein Salzburg-Fan ist. Neuer Versuch. Pass. Herrliche Aktion der Salzburger. Rückpass. Vielleicht noch ein Wort zum 12:2. Ich glaube, dass der Torwart nicht ganz bei der Stange gestanden ist. Und es ist wichtig, bei einem Schuss von der Seite direkt bei der Stange zu stehen, um eben zumindest dieses Loch nicht zu öffnen. Es ist nämlich leichter, auf eine Seite zu spielen, als wie beide Seiten zu decken. Gut, von heraus redet es sich natürlich leichter. Da weiterer Treffer, da ist das 13:0 für die Salzburger. Und der Schiedsrichter holte den Puck natürlich ein weiteres Mal aus dem Tor der Zeller heraus. Eine ziemlich eindeutige Angelegenheit für die Salzburger. In einem ziemlich eindeutigen Derby. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Wiederum eine neue und sehr, sehr gute Aktion. Rückpass. Wieder ein schöner Angriff. Aber auch da bringt es auf jeden Fall nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Fährt auf das Tor zu. Viel zu weit weg. Auch dieses Mal zum Glück für die Zähler. Nicht ins Tor. Ja, das hätte durchaus ins Out gehen können. Schuss. Die Salzburger bleiben dran. A-Schuss. Aber auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Wieder 13:0, der sehr erfreuliche Zwischenstand aus Sicht der Salzburger. Die wieder im Angriff sind, aber es gibt ein Abseits. Gut gesehen vom Schiedsrichter Trio. Richtige Entscheidung. Bulle in der neutralen Zone. Jetzt wieder ein neuer Pass. Schöner Angriff. Rückpass. Dieses Mal weiterer Treffer für die Salzburger zum 14:0. Eine ziemlich, wie gesagt, eindeutige und klare Begegnung dieses Salzburger Eishockey-Derby.
Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der Puck befindet sich hinter der Linie. Kontermöglichkeit. Pass. Und da, weitere Treffer, 15 zu 0. Also jetzt geht es einmal richtig los mit dem Toreschießen für die Salzburger. Herrlich gemacht, wie ich finde. Wenn man sich den Spielverlauf und die Chancen ansieht, dann muss man auch klar sagen, dass dieses 15 zu 0 für den EC Red Bull Salzburg U16 auch in dieser Höhe aus meiner Sicht absolut verdient ist. Und es gibt natürlich wieder Bulli. Pass. Kontermöglichkeit, wieder die Zeller, die allerdings den Puck verlieren, auch nicht unbedingt notwendig. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Pass. Auch da keine wirkliche Gefahr. Sollte abziehen. Schuss. Abgewehrt. Wiederum einige sehr interessante Szenen in diesem Eishockeyspiel. Schuss. Gut aufgepasst. Weiter Abschlag. Auch da keine Gefahr. Das war der Gastgeber. Wieder ein neuer Versuch. Pass. Rückpass. Die Salzburger können sich den Puck sehr gut in ihren eigenen Reihen behalten. Rückpass. Und entscheidet der Schiedsrichter. Wirklich eine sehenswerte Parade des Zähler Golis, der wie gesagt für die meisten Tore nicht verantwortlich gemacht werden kann. Es gibt Bulli. Rückpass. Auf jeden Fall ist diese Partie schon ziemlich eindeutig entschieden. 15 zu 0, wie wir hinten auf der Anzeigetafel sehen. Jetzt wieder die Salzburger. Hier bleiben in der eigenen Verteidigung. Das könnte bei einer stärkeren Mannschaft nicht ganz ungefährlich sein und zu einem Konter führen, was allerdings in diesem Fall nicht der Fall ist. Hier wiederum eine gute Parade des Zähler Golis, der ein weiteres Mal mit seiner Fanghand den Puck blockieren und damit eine Spielunterbrechung herbeiführen konnte. Alles absolut regelkonform und damit auch erlaubt. Es gibt jedenfalls Bulli vor dem Tor der Gäste. An dieser Stelle übrigens nochmal der Hinweis auf das Derby in der Alps Hockey League, das am 22. Oktober um 19.30 Uhr in der Eisarena Salzburg stattfindet. Hierbei spielen die Salzburger Eisbullen gegen die Kampfmannschaft des EK Zell am See. Auch sicherlich eine interessante Begegnung, hat es längere Jahre nicht mehr gegeben und wird durch dieses Farmteam natürlich wieder aufgelebt. Jetzt wieder ein Rückpass. Zähler bleiben am Puck. Gute Aktion.
neuerliche Kontermöglichkeit über die linke Seite. Salzburger bleiben dran. Schuss! Nachschuss! Und Tor! Weitere Treffer, herrlich gemacht. Und natürlich, wenn kein Verteidiger bei einem Stürmer ist, ist es natürlich ein Geschenk, dass sich die Salzburger nicht entgehen lassen und dankend annehmen. Wieder ein neuer Versuch. Pass. Schöner weiter Abschlag. Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert. Kann sich durch. Schuss. Und Tor! Weiterer Treffer, meine Damen und Herren. 17:0. Der aktuelle Spielstand. Und da wäre es natürlich auch wichtig, wenn man als Goalie zum Mann geht und versucht, dem Schützen die Chance auf einen Schuss zu nehmen. Und wenn der Stürmer nicht schießen kann, wird auch logischerweise kein Tor fallen. Wie ich schon sagte, kurz Zeit hingehen und die Schützen die Chance nehmen. Das ist die stärkste Waffe eines Goalies. Jetzt wieder ein neuer Versuch. 17:0 Spielstand. Schuss. Abgeblockt. Der Puck geht über das Tor drüber. Wiederum die Salzburger im Angriff. Gute Aktion. Nachschuss, aber sehr gut aufgepasst. Die Salzburger kommen nicht wirklich zum Schuss, aber auch dieses Mal gut aufgepasst von der Verteidigung. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Kontermöglichkeit. Aber auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Und ja, was soll man dazu sagen? Eine sehr gute Aktion von den Salzburgern. Das Spiel ist ein weiteres Mal unterbrochen. Es gibt eine Strafe gegen die Zähler Eisbären. War nicht ganz nachvollziehbar, warum. Habe ich jetzt nicht wirklich erkannt. Jedenfalls gibt es einen Bulli vor dem Tor der Gäste. Dass die Salzburger gewinnen. Pass. Gute Aktion. Schuss. War auch gut aufgepasst von den Salzburger Nachwuchs-Cracks. Wieder ein neuer Versuch. 17:0. Der aktuelle Zwischenstand auch in dieser Höhe, wie gesagt, absolut in Ordnung. Und man sieht es, die Gäste haben eine 2-Minuten-Strafe bekommen. Die 2-Minuten-Strafe ist übrigens beim Eishockey die niedrigste Strafe. Wir zum Beispiel für Ellbogencheck, Beinstellen oder aber auch für leichte Delikte, wie zum Beispiel zu viele Männer am Eis, unsportliches Verhalten oder auch Spielverzögerung vergeben. Daneben gibt es noch 5 Minuten, 10 Minuten Spieldauer und in besonders schweren Fällen
auch noch die Matchstrafe, die immer eine Sperre von zumindest einem Spiel zur Folge hat. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Salzburger bleiben am Puck. Pass. Und gut aufgepasst vom Goalie der Zähler. Wieder eine durchaus sehenswerte Parade. Wenn man bei einem Spielstand von 0:8 ins Tor kommt, ist es natürlich für einen Goalie auch durchaus schwierig, sich zu motivieren und ja, damit weitere Gegentreffer zu verhindern. Aber ich denke, dass es wichtig ist und auch zu einem guten Goalie gehört, sich diesbezüglich noch zu motivieren, weil für einen Goalie beginnt das Spiel mit 0:0. Allerdings hier in diesem zweiten Drittel nicht mehr. Wir werden wahrscheinlich kein Tor mehr sehen. Das zweite Drittel endete mit 17:0. Und das war auch der Stand nach den 40 Minuten. Hier noch einige Szenen vor dem Tor der Gäste. 17:0 der aktuelle Spielstand. Jetzt noch ein Konter der Zähler, der allerdings von der Salzburger Verteidigung unterbunden wurde. Und somit ist auch das zweite Drittel vorbei. Klare Sache für die Salzburger Eishockey Cracks. Auch im zweiten Drittel ging es ordentlich zur Sache und es war, wie eigentlich zu erwarten, der Bäcker bereits im Tor und machte seine Sache zunächst ausgezeichnet, musste allerdings schon bald hinter sich greifen und nach dem zweiten Drittel gab es gleich ein noch deutlicheres Ergebnis. Da beide Goalies natürlich ziemlich viele Tore kassierten, war die Frage, welcher der beiden Goalies im Schlussdrittel das Tor hüten sollte. Vom Ergebnis her war diese Frage ja eigentlich irrelevant, denn die Salzburger führten derartig hoch, dass ich nicht mehr den Eindruck hatte, dass sich die Salzburger diese doch sehr deutliche und auch in der Höhe verdiente Führung nehmen lassen. Wir sehen also das dritte Drittel in diesem doch sehr eindeutigen Spiel. Im Schlussdrittel begann zunächst einmal auf Seiten der Gäste der Backup. Es steht 17:0 und ich glaube, dass die Salzburger sich diese Drittel nicht mehr wirklich nehmen ließen. Jetzt wieder ein neuer Versuch, die Salzburger bleiben an der Scheibe. Pass, Schuss und Tor. Weiterer Treffer. Schon nach wenigen Sekunden landete der Puck im Tor der Gäste. Eine ziemlich unangenehme, um es mal sehr vornehm auszudrücken, Situation für jeden Goalie. Es steht natürlich 18:0 und ja, so schnell kann es im Eishockey gehen. Wenn man als Goalie nicht vom Anfang an konzentriert ist. Dann wieder ein neuer Versuch. Schuss! Abgewehrt. 18:0, der sehr eindeutige Spielstand. Und es sollten noch weitere Treffer folgen. Jetzt wieder die Zähler Eisbären am Puck. Können in sich zunächst erobern. Pass. Tanken sich durch. Abgewehrt. Gut aufgepasst vom Zähler Goalie. Jetzt
wieder die Salzburger im Angriff. Pass. Gute Aktion. Schöne Kontermöglichkeit. Schuss. Und Tor. Weiterer Treffer. 19 zu 0. Ja, ihr habt richtig gehört. 19 zu 0. Der sehr eindeutige Zwischenstand aus Sicht der Salzburger. Kann da noch etwas schief gehen? Ich glaube in dieser Phase aus Salzburger Sicht nicht. Und die Zeller Eisbären mussten natürlich aufpassen, nicht noch weitere Tore zu kassieren und eine weitere höhere Niederlage einzustecken. Jetzt wieder die Salzburger am Puck. Schuss! Und Tor, weiterer Treffer, das 20. Tor war wiederum durch einen für mich klaren Fehler. Der Goalie war nicht bei der Stange, wie es sich eigentlich gehören würde. Und wie es aussieht, gab es zunächst keinen Wechsel. Aktueller Spielstand 20 zu 0. Und wie gesagt, ein Goalie muss bei einem Schuss, wenn er von der Seite kommt, direkt bei der Stange stehen, um eben das Loch zuzumachen. Das Spiel wird fortgesetzt. Pass. Kontermöglichkeit. Mittlerweile kam seit der Halbzeit auch bei den Gastgebern der Backup zum Einsatz. Schuss. Und auch dieses Mal musste der Goalie der Gäste hinter sich greifen. Naja. Es wäre halt wichtig, den gegnerischen Stürmer zu attackieren, auf den Stürmer hinzufahren und dem gegnerischen Stürmer auch die Chance auf einen Schuss zu nehmen. Jedenfalls weiterer Treffer für die Gastgeber. Und ja, könnte durchaus haltbar gewesen sein, wie ich finde. Dann wieder die Salzburger. Pass. Nachschuss. Und Tor. Weiterer Treffer. 22 zu 0. Der aktuelle Spielstand. Eine ziemlich eindeutige Angelegenheit in diesem U16. Da habe ich zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Zeller Eisbären und die Gastgeber natürlich entsprechend großer Jubel. Man darf gespannt sein, wie der Trainer auf dieses doch sehr eindeutige Ergebnis reagiert. Wir werden auf jeden Fall noch sehen. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Schöne Kontermöglichkeit. Immer noch die Salzburger Puck. Neuer Schuss. Und abgewehrt. Wiederum eine gute Parade vom Goalie der Zeller Eisbären. Naja, hilft allerdings nicht mehr wirklich was bei diesem klaren Spielstand. Das Spiel natürlich gerade unterbrochen. Rückpass. Und Tor, weiterer Treffer. Jetzt fehlt natürlich die gesamte Abwehr der Zeller Eisbären samt ihres Goalies
Partei und dem Mann Zeller Eisbären, die haben erneut den Goalie gewechselt. Jetzt steht nämlich wieder der Hansa-Goalie zwischen die Pfosten. Aber auch das Tor wäre aus meiner Sicht nicht ganz unhaltbar gewesen. Und ja, man müsste das halt attackieren. Und wie ich schon gesagt habe, wichtig ist, dem gegnerischen Stürmer die Chance zu nehmen, einen Schuss abzugeben. Aber es rät sich natürlich von heraus wesentlich einfacher, als es dann im Tor ist. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Auch der Goalie, der Gastgeber, durfte auch einmal mitspielen und an den Puck kommen. Eine der wenigen Scheibenberührungen in dieser Begegnung. Kontermöglichkeit. Abgewehrt zunächst. Pass. Sollte abziehen. Salzburger bleibt dran. Schuss abgewehrt. Weitere Parade, die jetzt wiederum hatte ich den Eindruck, dass die Salzburger einen Gang zurückschalteten, oder aber die Zeller Goalie wurde in dieser Phase etwas besser. Was dazu trifft, ihr könnt euch auf jeden Fall angesichts dieser Bilder selber eure Meinung bilden. Jetzt geht es gleich weiter mit der nächsten guten Aktion. Pass. Abgewehrt zunächst. Wiederum ein neuer Versuch. Zeller Eisbären. Der allerdings sehr gut abgeblockt wurde von den Salzburger. Erneut die Kontermöglichkeit. Pass. Auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder ein Szene. Vor dem Tor der Gäste. Ja, eigentlich dürfte sich ja der Spielverlauf sehr von selber erklären, dass ich eigentlich nicht wirklich etwas dazu sagen muss. Pass. Weiterer Treffer für den Gastgeber. Und mittlerweile steht es, man sieht es im Hintergrund, 24:0. Das doppelte Dutzend schafften die Salzburger auch in dieser Begegnung. Wieder ein Pass. Erneute Kontermöglichkeit. Pass. Es bringt allerdings nicht wirklich etwas ein. Kontermöglichkeit. Schuss. Gewehrt zunächst vom Zeller Eisbären.
Salzburg ist allerdings nicht locker, was bei diesem Spielstand eher ungewöhnlich ist, aber sehr positiv zu bewerten. Nächster Versuch. Man kann auf jeden Fall schon in dieser Phase eines sagen, dass es wohl ein Kantersieg für die Salzburger werden wird. Denn 24 Tore in einem Drittel, das glaube ich nicht, dass die Gäste aus Zellamsee aufholen. Arschuss, herrlicher Einsatz, doch das war ein absolut sehenswerter Save vom Gäste-Goalie. Zwölf Minuten 45 in dieser Begegnung noch zu spielen, wie auf der Spieluhr angezeigt wird. Auch das war ein Treffer, wie ich gerade erkennen kann, 25 zu 0. Dennoch, wie gesagt, ein schöner Einsatz und als Goalie ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man sich zumindest bemüht, den Puck zu fangen. Nachschuss. Abgewehrt. Ja, ob es ein Treffer war oder nicht, kann man natürlich jetzt sehr schwer erkennen. Auf jeden Fall Anstoßbulle. Ja, 25 zu 0, der aktuelle Spielstand in dieser Begegnung. Wiederum die Zähler Eisbären, auch wieder mal ein weiterer Treffer für die Salzburger. Jetzt geht es flott dahin mit dem Toreschießen. Und die Zähler Eisbären, naja, wo sind die Verteidiger der Gäste? Es ist jedenfalls nicht dort, wo ein Verteidiger zu stehen hat. Und somit ist auch dieses 26 zu 0 in dieser Begegnung absolut in Ordnung. Es gibt natürlich erneuten Bulli in der Mitte, ganz klar. Und auch, ja, eine ziemlich klare Sache. Wieder ein Rückpass. Wiederum eine neue Aktion. 26 zu 0 in dieser doch sehr einseitigen, aber deutlichen Begegnung. Allerdings, wie gesagt, auf jeden Fall absolut verdient dieser Zwischenstand. 11 Minuten 34 noch zu spielen. Jetzt wieder noch ein Rückpass. Pass. Gute Aktion. Pass. Jetzt wieder eine neue Aktion der Zeller. Auch da gab es mir eine Aktion. Wieder die Salzburger. Guter Puckabgabe. Und da!
weiterer Treffer, 27 zu 0. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Eishockey jemals schon ein derartig eindeutiges Ergebnis gesehen habe. Es ist also auch vom Ergebnis her für mich eine Premiere. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Schuss. Abgewehrt. Dieses Mal waren die Salzburger fast hinten überlegen. Schuss und Tor. Weiterer Treffer für die Salzburger, 28 zu 0. Der doch sehr erfreuliche Zwischenstand. Wie gesagt, zumindest dann, wenn man ein Fan der Salzburger Eisbullen ist. Natürlich gibt es auch eine längere Unterbrechung. Warum allerdings, was es zu diskutieren gibt, weiß ich auf jeden Fall nicht wirklich. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Kontermöglichkeit. Pass. Wirklich ein Spiel auf schiefer Ebene in Richtung Zähler Tor. Eine sehr gute Chancenauswertung, wie auch das sehr deutliche Ergebnis widerspiegelt. Jetzt wieder ein neuer Pass. Rückpass. Wieder eine neue Kontermöglichkeit. Zieht ab. Gute Aktion. 28 zu 0. Der klare Spielstand in dieser Begegnung. Pass. Neuerlicher Versuch. Salzburger macht dieses Mal abseits. Ja, ein doch sehr klares Ergebnis. Bulle in der neutralen Zone. Pass. Salzburger tanken sich durch. Pass. Gut abgewehrt. Naja, es gibt, glaube ich, einen weiteren Treffer oder auch etwa nicht. Schwierig zu sagen. Nein. Abgewehrt, dieses Mal gut gehalten vom Goalie-Zähler Eisbären, der wohl eher mehrmals von seinen Vorderleuten in Stich gelassen wurde. Und in so einer Situation kann man als Goalie einfach nicht wirklich was machen. 28 zu 0, der aktuelle Spielstand für die Salzburger. Pass. Sieben Minuten
25 noch in dieser Begegnung zu spielen. Da bringt es nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss! Und Tor! Weiterer Treffer, 29:0. Und damit in diesem einen Spiel genauso viel Tore gefallen, wie in den anderen, in der ich am vergangenen Wochenende mit der Kamera dabei war. Dort gab es insgesamt 29 Tore zu sehen und das Ganze war natürlich hier in diesem einen Spiel. Klassische Sache, auch absolut in Ordnung, wenn man den Spielverlauf in diesem Spiel verfolgt hat. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit, Schuss. Abgewehrt. Wirklich eine sehr gute Sache. Jetzt wieder ein neuer Pass. Schuss. Gute Aktion. Aber auch da bringt es nichts ein. Wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Könnte durchaus noch mehr gehen. Geht da noch was? Wird es vielleicht gar das 30. Tor? Fragezeichen. Ja, zumindest sieht es nicht so aus. 29 Tore in einem Spiel. Das sind allerdings eine ganze Menge und auch eher von der Anzahl bei einem Handballspiel üblich. Nachschuss. Pass. Immer noch die Salzburg an der Scheibe. Gibt es noch das 30. Tor? Fragezeichen. Naja, man wird auf jeden Fall sehen. Zunächst noch einmal die Salzburger im Angriff. Gute Aktion. Sollte abziehen. Pass. Zieht ab. Schuss. Pass. Bringt allerdings nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Zieht ab! Na, Schuss! Aber bleibt da das 30:0, dachte ich mir, fast in dieser Begegnung. Auch dieses Mal war das Spiel unterbrochen.
gibt auf jeden Fall eine Strafe. Wegen zu vielen Spielern am Eis. Auf Seiten der Salzburger. Bei zu vielen Spielern am Eis wird natürlich auch immer eine 2-Minuten-Strafe ausgesprochen, die, wie wir gehört haben, die gelindeste Strafe ist. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Die letzte Spielminute läuft. Und der Möglichkeit, 3 Minuten sind noch zu spielen, jetzt sind es Nummer 2 Minuten 44. Neue Kontermöglichkeit für die Zähler, abgewehrt vom Salzburger Goalie, wie gesagt der Backup, der zur Halbzeit ins Tor gekommen ist. Pass. Sollte abziehen. Salzburger bleiben noch am Ball. Buck. Und Tor. Da ist das 10.30. Tor in dieser Begegnung. Gute 2 Minuten noch zu spielen, 30:0, der doch sehr eindeutige Zwischenstand. Jetzt natürlich wieder ein Rückpass. Gute 2 Minuten noch netto zu spielen. Pass. Schöne Aktion. Gut aufgepasst. Kein weiterer Treffer für die Salzburger. Naja, bei so einem eindeutigen Ergebnis aus meiner Sicht absolut kein Beinbruch. Jetzt gibt es noch Bulli. Pass. Auch dieses Mal wieder eine Parade vom Gäste Bulli, der damit den 31. Treffer der Salzburger verhindern konnte. Rückpass. Wir befinden uns bereits in der letzten Spielminute dieser Begegnung, die natürlich in dieser Phase schon längst entschieden war. Jetzt noch einmal die Salzburger. Pass. Schön gemacht. Pass, auch da bringt es natürlich nicht wirklich etwas ein. Jetzt wieder Salzburger.
gute Aktion. Pass. Neuerlicher Versuch. Und die Salzburger gewinnen diese Begegnung glatt mit 30:0. So lautete das aus Sicht des EC Red Bull Salzburg erfreuliche Endergebnis in einem doch sehr einseitigen Derby, bei dem die Salzburger Stürmer ausgesprochen effizient in Sachen Chancenverwertung waren und beide Goalies das Gastgeber ein gemeinsames Shutout feierten. Und dazu möchte ich beiden Goalies auf diesem Weg recht herzlich gratulieren. Es gibt ja den Spruch, geteilte Freude ist doppelte Freude, und ich denke, dass sich beide Goalies gemeinsam dieses Shutout verdient haben. Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Spezialausgabe angelangt, und ich möchte euch zum Abschluss nochmal auf das Derby der Kampfmannschaften hinweisen, das am 22. Oktober um 19.30 Uhr in der Salzburger Eisarena stattfindet. Wir werden natürlich auch darüber berichten, und bis dorthin bleibt mir eigentlich nur mehr übrig, mich bei euch fürs Zuschauen zu bedanken und allseits gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1 zu wünschen. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Markus Dorn.